Ja, meine Herren, es ist Daniel Brown. Ich freue mich, heute Nachmittag ein Buch vorstellen zu können. Es ging im Schüren Verlag, Genossen, wir haben Fehler gemacht, Thema Fichte, und mit uns ist mit Siegfried Lollendonker über den Sozialistischen Deutschen Studentenbund 1946 bis 1970, der Motor der 68er Revolte. Wir haben hier Tilman Fichte, Jahrgang 37, ich stelle ihn mal kurz vor. Er war 63 bis 70 Mitglied des SDS, zeitweise sogar dessen Berliner Landesvorsitzender. In den 70er Jahren hat er am Wissenschaftlichen Kulturinstitut an der FU Berlin gearbeitet und 86 bis 2001 weiter der SPD-Parteifunktion. Peter Glotz holte ihn in die SPD. Er spielte an der neuen Gesellschaftsverantwortung der letzte Jahr in der Ehe Glotz in die Stille voll. Mit dem Siegfried Lollendonker, Jahrgang 39, der seit 62 im SDS war, Gründer und Leiter des Archivs der APU und Soziale Bewegung in der FU Berlin, schrieb er seit 1977, ich habe das in meinem zweiten Semester gekauft und gelesen, die kleine Geschichte des SDS von 46 bis zur Selbstauflösung. Das ist sozusagen der Urband, der dann einige Male ergänzt oder erweitert wurde und jetzt in einer ziemlich neu geschriebenen Fassung und ergänzten Fassung vorliegt. Mit uns hier ist die Chefredakteurin der Tagesschau Rundschau, war an sich in der Schriftbücher besonders für die Akte der Frau eingesetzt hat. Sie ist heute übrigens auch Mitarbeiterin unserer Gesellschaft verantwortlich. Ja, seit vielen Jahren, heute und schon seit vielen Jahren. Das Buch ist vielleicht sogar abgetan zwischen subjektiver Zeitzeugenschaft und historischer Gesamtstellung der Organisationsgeschichte der Politik des SDS mit dem Schwerpunkt auf den Berliner und dem Frankfurt SDS. Auch Tübingen. Ich will als erstes vielleicht Sascha Wittmann fragen, was ist denn eigentlich aus Ihrer Sicht der bleibende Verdienst des SDS und auch, so wie der Titel ist, was waren denn eigentlich die Hauptfehler? Also der bleibende Verdienst ist ganz sicher, dass es der SDS geschafft hat, eine autoritäre und öffentlichkeitsfähige Gesinnung, die ja nach dem Krieg immer noch herrschte in der Bundesrepublik, die aufzubrechen und eine neue Idee von Zivilgesellschaft zu schaffen. Und das finde ich, also der Bruch mit den Autoritäten und sozusagen die Menschen, die in dieser Republik leben, die mit ihren politischen Vorstellungen denen zu ihrem Recht zu verhelfen, auch wenn das natürlich eine ganz bestimmte Generation war, in einem Altersspektrum, das nicht so riesig war. Aber wahrscheinlich konnten es damals nur die jungen Menschen sein und wahrscheinlich auch nur diejenigen mit einem entsprechenden Bildungshintergrund, die diesen Ausdruck schaffen konnten. Und der größte Fehler ist natürlich der Umgang mit Frauen. Also, dass sich einerseits einzubilden, zum Teil zu Recht, die Avantgarde des intellektuellen Weltverstehens zu sein und eben auch politische Handlungsableitung daraus zu schätzen und gleichzeitig und eben davon zu reden, dass kein Mensch über einen anderen Menschen Herrschaft haben sollte. Aber die Kerle haben sich halt trotzdem eingebildet, dass sie halt über die Frauen herrschen könnten. Und haben das nur in Frage gestellt. Und gut, man muss sich immer der, die Unterdrückte, ein ganzes Stück selbst befreien. Diese Arbeit erledigt niemand vorauseilend in der Regel für jemand anderen. Aber dass die Männer im SDS immer von Befreiung geredet haben, nur von weiblicher Befreiung keine Rede war. Und das,
muss ich dir leider auch in dem Buch zum Vorwurf machen. Ich habe auf Seite 400 noch was, wollte ich mal genau nachschauen, Sekunde. Ich habe erst auf Seite 395 erfahren, dass es überhaupt ein Projektgruppe im SDS gab. Seit 346. Da taucht zum ersten Mal eine SDS-Projektgruppe auf. Ich hätte eigentlich erwartet, dass das irgendwann mal ganz am Anfang erwähnt wird und dass auch die Fehler, die du dir einräumst in Bezug auf die Stellung der Frau im SDS, die sie irgendwo ganz prominent, ganz am Anfang und nicht am Ende, wo ihr euch beschäftigt als Autoren mit Fragen SDS und Kultur, SDS und SPD, SDS und so weiter und so weiter. Also, und es gibt zwei Frauenkapitel und hinter dem zweiten folgt dann direkt die Kinderfrage. Auch das finde ich echt interessant. Genau, das so. Weil sonst findet sich niemand mit dem. Und der Aufstand der Frauen im SDS war nun ziemlich am Schluss der Geschichte des Verbandes. Man hätte vielleicht, ja, man hätte vielleicht im Vorwort einen extra Absatz, ich werde das im Hinterkopf behalten und für die Überarbeitung werden wir das machen. Aber das Problem ist, der SDS existierte in Deutschland nach Hitler. Es war eine autoritäre Männerwelt, als die Männer aus der Kriegsgefangenschaft 1947 zurückgekommen sind. Das habe ich erlebt als Zehnjähriger. Sind die Frauen alle mehr oder minder schweigend aus ihrer Berufstätigkeit im Dritten Reich in allen Bereichen der Gesellschaft zurückgekehrt in die Familie? Es gab keine Proteste. Es gab überhaupt keinen Protest dagegen. Die Einzige, die protestiert hat, war meine Tante Lotte, die Karl-Marx-Schule in Neukölln geleitet hat und als ein netter, kultivierter SPD-Beamter zu ihr kam und sagte: Also, Genossin Lotte, du musst jetzt leider zurücktreten, unsere Männer kommen aus Russland. Da hat sie gesagt: Nein! Ich mache weiter, dann müsst ihr mich absetzen. Und die hat das durchgezogen. Die ist dann aber auch abgesetzt worden. Das heißt, der SDS musste einmal lernen, was autoritäre Gesellschaft ist. Und zweitens musste sie selbst in Frage stellen. Denn der SDS war auch autoritär. Er war ja Teil der deutschen Gesellschaft. Und wenn er nicht Teil gewesen wäre, hätten wir überhaupt keine Chance. Das finde ich völlig richtig. Also im Kontext, im historischen Kontext, muss man das natürlich so sehen. Aber wenn man sich als intellektuelle Avantgarde versteht, ja, das habt ihr, dann erwarte ich, dass damit sozusagen auf alle Bereiche, die Menschen betreffen, und das sind wahrscheinlich die Hälfte der Menschheit, in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Also ich muss wirklich bestehen sagen, wir waren in diesem Bereich nicht erfolgreich. Das muss man einfach selbstkritisch sagen. Und daraus kann man auch lernen. Also wir haben unser Buch so geschrieben, dass wir versuchen darzustellen, wie das Protestpotenzial von 68 über 15 Jahre Auseinandersetzung in der Gesellschaft entstanden ist. Das ist nicht von heute auf morgen entstanden. Das war ein langer Prozess. Und das ist doch die Dialektik. In diesem Prozess. Und das ist doch die Dialektik. Wir warten, wir haben so einen autoritären Männerhaufen, wie du es erzählst, aber gleichzeitig war es doch historisch eine der Wurzeln der neuen Frauenbewegung. Aber ich habe mir jetzt überlegt, was wäre passiert, wenn der SDS sich nicht so glücklich verhalten hätte und hätte auf der Delegiertenkonferenz, wo Helge das Referat gehalten hat,
Ich meine, ich war Delegierter, ich frage mich selbst, warum bin ich nicht nach vorne gegangen und habe vorgeschlagen, wir bilden jetzt eine kleine Kommission, die wird in 3 Stunden kurz berichten, welche Konsequenzen wir aus dem Präparat von Helge ziehen. Und wir versuchen, eine Sonderdelegiertenkonferenz einzuberufen und die Macht mit den Frauen, aber auch die Verantwortung mit den Frauen zu teilen. Das wäre ein Bombenerfolg geworden. Damit hätten wir die Gesellschaft zwar nicht aus dem Angel gehoben, aber selbst die Sozialdemokratie hätte sich am Kopf gekratzt und hätte gesagt, ja, die haben doch unterschätzt. Aber leider waren wir nicht so weit. Vor allem dann hättet ihr der zweiten Frauenbewegung einen richtigen Schub gegeben, denn die hat sich ja damals erst entwickelt. Und Helge Sander sagt ja zu Recht, ich habe sie mehrfach interviewt. Helge Sander sagt, natürlich waren wir auch mit der Idee der Kinderläden eigentlich der Auslöser der zweiten deutschen Frauenbewegung. Und nur nochmal, damit es sich nicht so anhört, als wäre der Anspruch, ihr hättet auch in dieser Richtung Avantgarde sein sollen, so völlig aus der Welt abgetreten. Man darf ja nicht vergessen, es gibt schon mal eine Frauenbewegung, ne? Die erste Frauenbewegung, also im Übergang vom 19. ins 20. Jahrhundert, über mehrere Jahrzehnte, die unter anderem das Wahlrecht für Frauen erstritten hat. Also es ist ja nicht so, als hätte es in diese Richtung nicht auch schon Denkanstöße gegeben. Jetzt muss man aber auch sagen, die alte Frauenbewegung, auch die zweite Frauenbewegung in der Weimarer Republik, hat sich auch nicht beteiligt an einer gemeinsamen kollektiven Kinderaufzucht. Das, was dann entstanden ist, in der Anti-Autoritären Revolte, zuerst in Berlin, Frankfurt, aber dann auch schon in Hannover, diese ganzen Kinderläden, das ist einmalig auch in der Frauenbewegung. Dass der Versuch unternommen wurde, die Kinder gemeinsam aufzuziehen und gleichzeitig das gemeinsam zu finanzieren. Das ist ein ganz gewaltiger Schritt gewesen. Er hat aber 5 bis 10 Jahre gebraucht. Und die Frauen, die das initiiert haben, mit die Monika Seifert mitwirken, ist heute relativ unbekannt. Also, ich will damit sagen, Emanzipation geschieht nicht durch Beschlüsse auf Konferenzen, sondern durch Prozesse, die lange brauchen und viel Kraft brauchen. Und der SDS war meines Erachtens in dieser Frage schlichtweg überfordert. Aber das ist ja auch eine grundsätzliche Frage, wenn man jetzt einschätzt, was war da eigentlich und was ist da historisch geblieben. Also die politische Revolution ist gestartet, aber die Kulturrevolution ist gelungen. Kann man das auch so ganz formell bringen? Was ist denn? Da kommt hinzu, die Geist ist noch als Rudi verheiratet als Gretchen und dann ein Kind nach dem anderen gab. Dass natürlich viele SDS-Genossen mit der Nase gerümpft haben und sagten, nach Hitler kann man keine Kinder mehr in die Welt setzen. Das heißt, es gab eine kulturelle Spaltung zwischen den Frauen und Männern in Berlin, die den Mut zu Kindern hatten. Und die Mehrzahl der 68er, die heute kinderlos und meistens auch alleine altern. Also, meine Generation hat im Grunde genommen den Mut zum Kind nicht. Also das kommt erst während der Zeit. Und heute ist die Gruppe der Kinder die kleinste Gruppe in der deutschen Bevölkerung. Also die Alten haben viel größeren Anteil als die Jugend. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht eine Gesellschaft von sehr alten Menschen werden. Das Problem ist noch nicht gelöst. Wir sind heute doch die Situation eher ist, dass man Zukunftsängste, Zukunftsängste war bei uns nicht, sondern es war eine Verachtung der harmonischen Familie. Es war aber eine falsche Konsequenz aus den Erfahrungen im Dritten Reich. Denn ich habe den eröffneten Zug daher gekommen. Überall sind Kinder im Spiel. Und
Heute kommt kein Erwachsener mehr und kritisiert die Kinder, sie sollen aufhören zu spielen. Die Atmosphäre in Deutschland ist völlig anders, aber es gibt sehr wenig Kinder, wenn man das vergleicht mit Italien oder auch mit Schweden. Also die Deutschen sind kein kinderfreundliches Volk. Auch wenn das jetzt von dem Buch ein bisschen abhängt, es liegt natürlich an sehr vielen verschiedenen Gründen, unter anderem, dass der Staat das klassische Rollenbild über Jahrzehnte bis heute unterstützt und alle Frauen einfach keinen Bock darauf haben, sich diesem Rollenbild zu unterwerfen, haben ein Problem, Beruf und Familie zu vereinbaren. Und weil die deutschen Männer, und da sind sie wirklich auf eine Ausnahme, zumindest im europäischen Raum, deutsche Männer machen das Haus- und Kinderarbeit angeht, nicht am allerwenigsten. Es ist immer noch so, dass 3/4 der Haus- und Kinderarbeit von den Frauen erledigt wird. Und das geht einfach nicht. Und dann sagen natürlich die Frauen, die keine Lust haben auf diese doppelt, dreifach, vierfach Belastung. Ja. Ich würde gerne noch mal auf ein anderes Thema kommen, nämlich die Verhältnis zwischen SDS und SPD. Studentische Avantgarde, die auch Intellektuelle, die auch die Sozialdemokratie braucht, die hatte damals ein ganz klares Verständnis, wie das Verhältnis sein sollte. Heute ist das vielleicht ganz anders. Es sind vielleicht die Meinungsforscher und die Influencer wichtiger als die kritischen Intellektuellen. Ich würde diese Forderung sogar noch erweitern. Es geht nicht nur um die Wissenschaft.
Und es geht vor allen Dingen nicht darum, Leute so nah an die Sozialdemokratie heranzuführen, dass sie gleich in die Partei eintreten müssen, sondern es geht darum, die Verbindung zur Wissenschaft, aber auch zur Kunst und Kultur zu schaffen. Denn das ist genauso ein Defizit der SPD seit Jahrzehnten, dass sie auch in diesen Bereichen ein Stück ausgetrocknet ist, im Gegensatz zu den Grünen. Und das ist natürlich eine Auseinandersetzung. Und dabei geht es eben nicht darum, dass es Leute gibt, die unbedingt die SPD unterstützen wollen, sondern dass es Leute gibt, die bereit sind, sich mit der SPD auseinanderzusetzen, so wie ich das als Journalistin ja auch tue, ohne dass ich natürlich in irgendeiner Partei bin. Darum geht es, glaube ich. Und das, zumal wenn die SPD jetzt in Regierungsverantwortung kommt, wo man das aussieht, ist extrem wichtig, auch um ihre Basis zu verteidigen. Jetzt haben zum größten Teil alte Menschen die SPD gewählt, sehr viel mehr als junge. Und über 40% der SPD-Wählerinnen haben die Partei wegen selbst gewählt und nicht wegen der Partei und ihrer Programmatik. Und auch das muss man im Kopf behalten. Und in dem Zusammenhang, wenn ich das, ich würde Ihnen gerne eine Frage stellen, habe in dem Buch über die Grünen geschrieben, als lebensreformerische Partei. Lebensreformerische Partei. Also, auf diesen Begriff wäre ich ja nun, dass die Grünen angeht, nicht gekommen. Das wusste ich gerne, was ihr damit meint. Lebensreform. Die Grünen als Lebensreformpartei. Ach so. Und das hat ja nicht einmal, wie ihr zu dieser Einschätzung kommt. Also, wir sind nicht der Meinung, dass die Entscheidung aussieht aus der Atomenergie und so weiter nach einer breiten, rationalen Diskussion gefällt worden sind, sondern das sind alles emotionale Reaktionen, die das war übrigens auch nicht die Grüne Partei, sondern Frau Dr. Merkel hat die Atomenergie. Es zeigt die Aussicht aus der Atomenergie. Nein, das ist aber vorher schon den Atomausstieg angeleitet. Dann wurde er zurückgenommen und dann haben wir auch in Niederlande. Wir sind der Meinung, dass die SPD und die Gewerkschaften, aber auch die Grüne Partei stärker sich öffnen muss gegenüber wissenschaftlichen Lebensreform, wissenschaftlichen und kontinuierlichen Arbeiten. Das ist nicht der Fall. Es ist viel zu viel emotionale Reaktion. Und was ich im SDS gelernt habe, das ist neben der Tradition der Aufklärung und neben der Tradition der Arbeiterbewegung noch die Tradition der strengen wissenschaftlichen Arbeit. Und die ist leider bei uns in der Linken, wenn man jetzt mit anderen Ländern vergleicht, ein bisschen unterbeleuchtet. Und ich hoffe, dass euer Volk begreift, dass die SPD, die Arbeiterbewegung und auch die Grüne Jugendbewegung sich ausfüllen muss mit der Wissenschaft und lernen muss, ihre Emotionen in wissenschaftliche Argumentationsketten zu übersetzen. Das sollte ja, das hat der Peter Lotz mit dem Wissenschaftsforum ja angefangen. Und ich möchte mal wissen, warum nach der Auflösung, also warum nach dem Ausschluss des SDS dann die Auflösung des Wissenschaftsforums erfolgt ist. Das ist doch eine verhängnisvolle Tradition. Und bei den Grünen hat man auch nicht den Eindruck, dass da die Wissenschaftsfreundlichkeit wirklich kein Leben. Da würde ich widersprechen. Selbst die Fridays for Future, das sind ja nicht die Grünen, aber die Fridays for Future, es gibt die Science for Future und also
das sehe ich so nicht. Aber das wäre natürlich gerade die Spannung, dass die sind zum Beispiel nach Lebenszeit. Das war jetzt das Future. Aber was ist das Lebenszeit? Naja, wir hatten ja die Debatte. Nein, das ist nicht auch nur in den 80er Jahren, wo man sagt, das ist sozusagen anknüpfend an dem, was mal Lebenszeit, bürgerliche Lebenszeit machen. Also die. Also das vegetarische Essen, die sozusagen Gemeinschaft, neuen Gemeinschaftsformen, das vielleicht auch aussteigen, das Land, das diese ganze Bio-Bewegung des Essens, des Körpers. Also das ist sicher so ein bisschen gemeint. Aber wie weit das natürlich heute, wie soll ich sagen, bei den grünen Schiffsmaterialien noch eine Rolle spielt, das mag vielleicht wirklich dahin gestellt sein. Also ich kann auch mal sagen, was ich genau meine. Man hätte zuerst aus der Kohle aussteigen müssen und dann aus der Atomenergie. Das hat unsere Partei und das hat die Grüne Partei leider von Merkel nicht vorgeschlagen. Das wäre eine rationale Lösung gewesen. Jetzt werden die modernen Atomkraftwerke abgestellt, die Strompreise jagen nach oben und ich befürchte, dass die Stimmung in der Bevölkerung so umstürzt, dass gleich wieder alle Beschlüsse langfristig von der Politik dann zurückgenommen werden. Aber da haben wir jetzt wieder ein Beispiel, wie auch in den 1860ern nach wie vor streitbare Thesen, von denen dieses Buch halt voll ist, die folgt. Ich gehe ergänzt zu dem, was ich angehe. Das politische Zeichen ist ganz viel Atomkraftwerke. Also, ich sage zum Beispiel, ein bisschen anders sehen, aber lass uns das machen. Also, wenn es den SDS noch geht, würde er dagegen protestieren auf den Straßen, dass wir jetzt die Atomkraft abschaffen, bevor die Kohle stillgelegt wird. Da müssen sie Gift nehmen. Ist angekommen. Wir sind jetzt leider schon wieder ich gerne noch lange hier diskutieren. Ich will zum Ende immer noch zwei Gedanken, dass wir vielleicht beide nochmal in Schlussstatement machen. Das eine ist der Gedanke, man könnte ja die These sagen, die SPD hat jetzt schon verzweifelt, die SPD-Generation Kapo hat jetzt gerade die Situation zum zweiten Mal die SPD gesetzt. Einmal von den 70er Jahren die große Einstiegswelle, die Dialektik praktisch von der Mission und der Feuer mit Nachstößen und Situationen. Jetzt haben die, was wir mit darauf hingewiesen, die über 60-jährigen Bündnis 40% der Wähler sind. Im Grunde die SPD zur Mehrheit der Bevölkerung. Und die zweite Frage fand ich, dass es einen Artikel in der letzten Politik und Kultur des deutschen Kulturrats gab, der erschienen ist, reproduziert. Also wie gesagt, die Ergänzung dieser Internet-Blocker ist ähnlich wie Rudi Dutschke, weil auch er argumentiert, dass er die ältere Generation an ihre Verantwortung erinnert. Damals war es die Schuld des großen deutschen Verbrechens, jetzt ist es die Schuld der vergangenen Generation, das Klimathema Jahrzehnte nicht wirklich angepasst zu sein. Und das war eine ähnliche sozusagen Konstruktion von jemandem, der ähnlich engagiert mit neuen Mitteln, in neuen Medien Widerspruch gibt. Das heißt, diese beiden Gedanken zum Schluss. Also mein Problem ist, dass ich in dieser Situation hier wenig mache. Ich bin wahrscheinlich auch so alt, dass ich nicht ein jüngerer werde. Also ich bin schwer. Dann zeige ich an deiner Stelle nochmal das Buch und sage, solche Fragen kann man sich stellen und vielleicht dann auch sich ihnen nähern, indem man das Buch zur Hand nimmt und liest und sage, es ist höchst spannend, es liest sich wie ein spannender Geschichtsroman, was vielleicht auch an dieser positiven Seite liegt. Wie ein Schmolker, das versteht mich doch. Wasser, sag doch mal was dazu. Ich würde gerne was zu dieser These sagen, dass ich auch noch die Quelle von
dass Ilse und Rudi Dutschke was gemeinsam haben. Also im ersten Moment bin ich etwas zusammengezuckt, weil Rudi Dutschke sich ja die ganzen Banden des SDS bewusst intellektuell gegeben hat und auch vorgeredet hat, dass ihn eigentlich kein Mensch verstanden hat. Während Rinso sich da bemüht, Volkshochschule zu machen. Aber ich denke schon, dass es eine Parallele gibt, nämlich das, was du eben gesagt hast, die ältere Generation an ihrer Verantwortung zu erinnern und ihnen vorzuhalten, was sie versäumt hat, was ihre Arbeit gewesen wäre. Und das ist natürlich beim SDS, sich intensiv mit den deutschen Verbrechen auseinanderzusetzen. Und heute ist es natürlich die Auseinandersetzung mit den Versäumnissen von 16 Jahren Merkel-Regierung. Also das finde ich unterstreichen, die zwei sind sich sehr ähnlich in ihrer Waffenintelligenz. Und ich habe mit ihnen sehr viel besser geredet, als man heute in Deutschland behauptet. Und er war auch genauso, sag ich mal, fuchsig wie ein Fuchs. Ist wie auch dieser Kollege mit dem blauen Haar. Und insofern gibt es da schon Gemeinsamkeiten. Aber es ist ein anderes Land. Wir leben heute in einem Land mit viel Wohlstand. Und auch mit Armut, aber Deutschland ist heute eines der reichsten Länder der Welt. Das war damals ganz anders, völlig anders. Also man muss auch mal sehen, dass wir heute in einer völlig anderen Situation sind und auch andere Verantwortung haben. Sowohl für den Frieden, wie auch für den Wohlstand der anderen Völker. Damals waren wir eines der ärmsten. Zwar mit einer guten Technik, aber mit sehr viel Kriegsfolgen. Ich wollte völlig anders. Tillmann, danke schön. Wasser Wittler, vielen Dank. Tillmann Richter, Tillmann Lennon, Lennon-Donter, genossen, wir haben vielen Bilder gemacht im Schüren Verlag in Marburg erschienen. Und ich hoffe, wir haben Sie neugierig gemacht, das Buch zu kaufen und vor allem auch zu lesen. Danke schön.